Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Prüfungsvorbereitungstutorial für Industriekaufleute. Mein Name ist Jens Bayer und in diesem Video möchte ich Ihnen eine typische Aufgabenstellung aus dem KSK-Bereich vorstellen, bei dem es eigentlich um Tabellenkalkulationsaufgaben geht. Das ist immer so ein bisschen eingebettet in die kaufmännische Steuerung und Kontrolle, diese Art von Aufgaben. Und zwar geht es da speziell um das Problem von absoluten und relativen Bezügen in Tabellenkalkulationsprogrammen. Das will ich mal an verschiedenen Beispielen erläutern. Ich habe mal hier so eine ganz einfache Tabelle aufgebaut, so eine typische Umsatz-, Preis-, Angebots-, was auch immer Berechnung. Vorgegeben haben wir hier oben einen Mehrwertsteuersatz. Wir haben hier verschiedene Artikel mit Einzelpreisen und Mengenangaben. Und jetzt sollen mal hier verschiedene Formeln angewendet werden. Wenn ich jetzt beispielsweise hier die erste Formel eingebe, das heißt, ich will einfach Einzelpreis mal der Menge ermitteln und dann bekomme ich hier das Ergebnis für den ersten Artikel. Das kann ich natürlich jetzt beliebig oft hier wiederholen, indem ich das alles manuell eingebe. Aber da kann man sich ja vorstellen, wenn das jetzt hier ein paar hundert Artikel wären, was das für eine mühsame Arbeit ist. Und das ist ja der Sinn und Zweck von Tabellenkalkulationsprogrammen, dass man Formeln einmal eingibt und dann kopieren kann. Das kann man machen, indem man hier unten rechts in die Ecke geht, dann ändert sich das Pluszeichen, dann halte ich die linke Maustaste gedrückt und kann das hier runterziehen. Was passiert? Er übernimmt im Prinzip, wenn man hier mal reinschaut in die Formel, die steht dann immer hier oben, oder wenn ich im Doppelklick drauf gehe, dann sieht man es besser. Er übernimmt im Prinzip das, was ich hier oben einmal manuell eingegeben habe, übernimmt er dann intelligenterweise für die folgenden Zeilen auch. Das heißt, aus B6 mal C6 wurde dann B7 mal C7. Und das Ganze eben für die komplette Spalte hier runter. Das nennt man relative Bezüge. Das heißt, immer in Beziehung zu dem, was vorher vorgegeben wurde, überträgt er das in die folgenden Zeilen mit rein. Das ist ja relativ schlau. Und das ist auch gut so. Aber das funktioniert nicht immer. Wenn wir uns das nächste Beispiel anschauen, jetzt wollen wir nämlich hier die Mehrwertsteuer noch berechnen auf den Nettopreis. Das funktioniert, indem wir hier die Zelle auswählen. Dann könnten wir das jetzt mal 19% eingeben. Das wollen wir aber nicht. Wir wollen ja uns mit Tabellenkalkulation auch die Arbeit erleichtern. Wir holen uns jetzt den hier oben abgelegten Mehrwertsteuersatz. Könnte man sich ja vorstellen, dass es unterschiedliche gibt, den reduzierten von 7% beispielsweise und dass man das dann auch dementsprechend arbeitssparend. So, wenn ich das jetzt hier einmal ausrechne, hole ich mir von hier drüben den Wert. Dann nehme ich das mal die 19 geteilt durch 100. Und dann habe ich den Mehrwertsteuerbetrag, der da fällig ist. Wenn ich diese Formel jetzt wieder kopieren möchte für die übrigen Artikel, mach das mal, dann macht er da was falsch. So, und um das jetzt zu korrigieren, müssen wir in der Ausgangsformel den Bezug absolut setzen zu der Zelle B2. Wenn wir das, wie wir das machen, ist mit der Funktionstaste F4 mit Hilfe der Dollarzeichen. Das bedeutet, wir haben jetzt hier vor der Spalte ein Dollarzeichen und vor der Zeile 2 ein Dollarzeichen. Bedeutet, wenn man das jetzt kopieren möchte in die eine oder in die andere Richtung, also der Spalte entlang oder der Zeile entlang, dann würde immer nur auf die Zelle B2 ein absoluter Bezug hergestellt. Die würde sozusagen festgesetzt. Hier in unserem Fall brauchen wir aber eigentlich nur die Zeile festzustellen, weil in der Spalte laufen wir ja sowieso runter, da ist es kein Problem. Das heißt, wenn man jetzt wieder auf die F4-Taste drückt, dann ist die Zeile blockiert und die Spalte ist frei, also kann weiter frei laufen. Nochmal drauf gedrückt, ist die Spalte blockiert, also absolut gesetzt und die Zeile kann weiterlaufen. Und einmal nochmal drauf gedrückt, dann ist es wieder komplett frei. Also diese vier Einstellungsmöglichkeiten gibt es, zeige ich dann auch gleich nochmal im Überblick. Was wir genau brauchen, ist jetzt eigentlich die zweite Variante, nämlich die Zelle auf der Zeile 2 festzuhalten, dass es eben nicht wie vorher gesehen hier runterläuft. So, dann
ist das wieder kopierfähig. Und wenn wir das jetzt runterziehen auf die anderen Artikel, dann sehen wir haben die korrekten Mehrwertsteuerbeträge, können jetzt wieder unser Formular weiter bearbeiten, indem wir jetzt noch die Preise plus die Mehrwertsteuer setzen. Und hier können wir jetzt wieder das frei laufen lassen. Das heißt, mit relativen Bezügen nach unten ziehen und haben hier unsere richtigen Summen gebildet für die einzelnen Artikel. Jetzt wollen wir das Ganze noch für das komplette Formular machen, indem wir jetzt auch noch die Summe bilden. Jetzt haben wir die Gesamtsumme für das gesamte Formular. Und jetzt wäre noch eine Idee, man könnte jetzt noch die Umsatzanteile der einzelnen Artikel am Gesamtumsatz ermitteln wollen. So, wie man das macht, zeige ich Ihnen jetzt auch gleich. Das heißt, ich hole mir hier den Bruttopreis für den Artikel Hammer, möchte wissen, wie groß der Anteil an der Gesamtsumme ist. Und jetzt möchte ich das noch als Prozentwert ausgegeben haben, formatiere ich es gerade nochmal. Und wenn ich jetzt hier wieder versuche, diese Formel runterzuziehen, runterzukopieren, dann hat er ein Problem. Jetzt zeigt er mir hier, durch Null teilen ist nicht erlaubt. Was macht er? Er versucht nämlich auch wieder jetzt hier, weil wir das noch nicht festgelegt haben, versucht er das hier runterzuziehen und dementsprechend steht da nichts. Also, was müssen wir machen? Wir müssen es wieder hier oben in der Ausgangsformel, müssen wir es wieder fixieren. Wir drücken also F4. Man könnte das jetzt so stehen lassen, weil man ja sowieso nur in eine Richtung weiterzieht und dann ist man sozusagen auf der sicheren Seite. Aber auch hier würde wieder genügen, wenn wir nur die Zeile fixieren, in der das steht, damit er nicht die Zeile weiter runterläuft. Wenn man das jetzt hier wieder korrigiert, dann sieht man, aha, er rechnet das jetzt richtig aus, weil er sich immer nur fix auf diese Zelle bezieht. Das ist der Unterschied zwischen absoluten und relativen Bezug innerhalb von Tabellenkalkulationsprogrammen. Ich zeige nochmal die Lösung. Das heißt, wir haben hier beim ersten einen relativen Bezug gehabt. Wir haben bei der Mehrwertsteuer dann einen absoluten Bezug gehabt, weil wir hier das aus der festen Zelle immer wieder uns geholt haben. Haben dann bei der Addition hier wieder einen relativen Bezug gehabt und bei dem Umsatzanteil haben wir wieder einen absoluten Bezug gehabt auf die Summe, nämlich hier unten. Hierneben habe ich nochmal die vier Kombinationsmöglichkeiten aufgezeigt. Einmal wird die Zelle komplett absolut gesetzt und dann einmal nur die Spalte oder nur die Zeile oder halt eben ohne Dollarzeichen haben wir einen relativen Bezug. Beides, Spalte und Zeile, laufen frei beim Kopieren von Formeln. Das Ganze kann man sich auch hier nochmal mit den Formeln anschauen. Wenn man nur die Formeln ansieht, sieht man hier alles ohne Dollarzeichen. Hier haben wir die Zelle festgesetzt. Das Gleiche haben wir hier auch. In einem anderen Beispiel zeige ich dann nochmal, wie das aussieht bei einer Anwendung, dass auch mal die Spalte vorne fixiert ist und beides sogar kombiniert. Okay, das war's erstmal. Es gibt dann noch einen Teil 2 und auch noch einen Teil 3. Den können Sie auch gerne noch anschauen. Ansonsten wünsche ich weiterhin viel Spaß beim Lernen.